Diese Woche bei Preview Joseph Gordon-Levitt. Diesmal nicht als Killer, sondern als Fahrradbote. Premium Rush. Kann nicht anhalten. Will es auch nicht. Schlechte Nachrichten für Caesar. Asterix und Obelix sind zurück. Im Auftrag ihrer Majestät. Was soll denn das Obelix? Man darf ja mal ein bisschen kosten. Nur ein paar kleine Tröpfchen. Und der DVD-Tipp der Woche. Eine Party außer Rand und Band. Project X. Der New Yorker Fahrradkurier Wiley, gespielt von Superstar Joseph Gordon-Levitt, ist adrenalinsüchtig. Er liebt den harten Job als Kurier unter permanentem Zeitdruck. Ich fahr gern. Eingang. Keine Bremsen. Kann nicht anhalten. Will es auch nicht. Wir haben ihn. Wiley ist der schnellste Fahrradkurier in New York. Er fährt ohne Bremsen und das ist auch eine gute Metapher dafür, wer er ist und wie er ist. Wiley? Oh, jetzt willst du reden! Die ganze Sache ist meine Schuld! Paul, du bist einfach zu durchschauen. Entschuldigung angenommen. Kann ich zurückrufen? Der Umschlag, den dir Nima gegeben hat, ist für ihr Kind. Sie hat ein Kind! Ich weiß, hat sie gerade erzählt. Privat läuft es allerdings nicht so gut bei dem Studienabbrecher. Sein Konkurrent Manny schnappt ihm eine Lieferung vor der Nase weg und hat auch noch ein Auge auf Wileys Freundin Vanessa Dania Ramirez geworfen, die sich vernachlässigt fühlt. Die Taoisten glauben eigentlich ans Schicksal, doch Buddha hat das abgelehnt. Er beharrt auf Ursache und Wirkung. Was bist du denn für ein Fahrradkurier? Du hast noch immer nicht meine Anfangsfrage beantwortet. Hast du vor dem Tod keine Angst? Ich meine, so wie du fährst. Nein, willst du wissen, was mir Angst macht, was mit meinen Freunden aus dem Jurastudium passiert? Denn das ist kollektiver Irrsinn. Da halte ich dann doch lieber mit 50 den Broadway runter, ohne zu bremsen. Doch es bleibt keine Zeit, sich um solche Probleme zu kümmern. Denn Wiley bekommt einen extrem eiligen Auftrag. Er muss einen Umschlag bei der Columbia Law School abholen und spätestens in 90 Minuten in Chinatown am anderen Ende der Stadt abliefern. Und es stimmt, wenn du in New York mit dem Rad unterwegs bist und das liebe ich so daran, musst du zu 100% auf das konzentriert sein, was du magst. Du kannst an nichts anderes denken und der Film zeigt die Gedanken, was könnte passieren und was musst du tun, um da durchzukommen. So a lot of it is having this dynamic of being able to move in various directions and react to things. Aber der Verkehr ist diesmal nicht sein größtes Problem. Plötzlich wird er von einem mysteriösen Polizisten gejagt und auch ortsansässige Gangster sind hinter ihm her. Hey, komm her! Meine Figur ist ein wenig schmierig, er ist spielsüchtig und er hat Schulden. Und um die zurückzuzahlen, soll er dieses mysteriöse Paket, das der Fahrradbote hat, besorgen. Den Umschlag, den du gerade abgeholt hast, brauche ich zurück. Naja, ist erstmal in der Tasche, bleibt er in der Tasche. Du hast keine Ahnung, was dir blüht, wenn du den Umschlag nicht hergibst. Michael Shannon übt sich hier schon mal als Bösewicht. Im nächsten Jahr soll er ja die Rolle des General Zedd in Zack Snyders Superman-Verfilmung geben. Aber auch Hauptdarsteller Joseph Gordon-Levitt ist gut im Geschäft. Zuletzt war er als Polizist in The Dark Knight Rises zu sehen und er duelliert sich mit Bruce Willis in Looper. I've done a lot of different movies and it's always really fulfilling. Ich habe viele unterschiedliche Filme gemacht und es ist immer eine tolle Sache. Es ist mein absoluter Traumjob, aber das hier hat einfach Spaß gemacht. Fun. It's not just fulfilling, it's not just satisfying, it's actually like big smile on our faces, like fun. Du musst das nicht tun. Ja, das liegt auf meinem Heimweg. Sag mir einfach, wo du bist. Baby, die Situation ist echt scheiße. Ich will, dass du dich raushältst. Hey, Jersey, bewegst du mal deinen fetten SUV aus? Weißt du, wie sexy du klingst, wenn du so redest? Wiley! Ich ruf dich an, wenn ich da bin. Doch, warte! Verlass dich drauf. Tatsächlich kommt es in Premium Rush auch nicht so wirklich auf die schauspielerische Leistung an. Dafür ist das Tempo im Film viel zu hoch. Eine 90-minütige Achterbahnfahrt auf zwei Rädern. Leichte Unterhaltung, viel Action und Spannung ohne lästige Schnörkel. Sie kommt zu spät. Verhandelst du etwa? Verlass dich drauf! Wiley!
Nach den grauenvollen Ereignissen, die Katie im Jahr 2006 zugestoßen sind, ist die junge Frau verschwunden. Sie hat damals ihren kleinen Neffen Hunter mitgenommen, der nun bei ihr lebt und Robbie genannt wird. Nun, 6 Jahre später, beginnt der Spuk in einer anderen Nachbarschaft von neuem. Als neue und etwas seltsame Leute in die Nachbarschaft ziehen, fällt einer ansässigen Familie, besonders der Tochter Alice, der kleine Junge ins Auge, der sich von Anfang an seltsam benimmt. Als die Mutter des Jungen kurze Zeit ins Krankenhaus muss, bietet Alice' Mutter zuvorkommend an, den Kleinen für einige Tage bei sich aufzunehmen. Doch als der Junge namens Robbie das Haus betritt, beginnen seltsame Dinge vor sich zu gehen. Lampen flackern, Dinge bewegen sich wie von Geisterhand. Und nachdem Alice fast von einem Kronleuchter erschlagen wurde, hat sie genug und will ihn aus dem Haus haben. Doch ihre Mutter glaubt nicht an Geistererscheinungen, sondern stattdessen an einen Unfall und lässt nicht mit sich reden. Doch schon bald lässt sich nicht mehr abstreiten, dass in dem Haus etwas Seltsames vor sich geht. Oh my God, I think that's blood. Don't touch him. Look at her leg. Look at the bite. Es ist der 4. Film der Paranormal Activity Franchise von Produzent Oren Peli, der mit Found-Footage-Filmen ziemliche Erfolge feiert. Anfang des Jahres lief ja auch der von ihm produzierte Streifen Chernobyl Diaries in unseren Kinos. Es ist das immer selbe, einfache, aber wirkungsvolle Prinzip. Wieder wird mithilfe von vermeintlich gefundenem Filmmaterial die Geschichte unerklärlicher Ereignisse in einem vermeintlich normalen Haushalt erzählt, die mit zunehmender Dauer mehr und mehr eskalieren und lebensbedrohliche Ausmaße annehmen. Wie schon im 3. und bislang erfolgreichsten Teil der Serie führten Henry Joost und Ariel Schulman Regie. Die beiden halten die Erfolgsformel penibel ein, zeigen allerdings im eng gesteckten Rahmen durchaus innovative Ideen. Für alle Fans des Übernatürlichen ein absolutes Muss. Morty, Spotzel, Pichler und Eigi, die 4 Könige der Disco-Party, geben wie jeden Freitag Vollgas. Doch diesmal werden sie nicht nur von aufdringlichen Friseurinnen, sondern auch von einem Serienmörder gejagt. Der Morty, Spotzel, Pichler und Eigi sind im Wald. Fans kann man nur träumen. Ab zu einem Disco-Auftritt, diesmal ins berüchtigte Baby O in Judenau, Niederösterreich. Sagt's, dürfen wir aussteigen? Dürfen wir aussteigen? Das tut schon voll der Arschweh von lauter Engel. Was war's, ich ruf den Bahndienst an. Ihr Fanclub, ein Wohnheim mit getunten, zumeist weiblichen Friseurinnen ins B, glüht bereits am frühen Abend vor. Die Mädels gackern um die Wette, wer mit welchem der Jungs heute in der Disco schmusen wird. Alles wie immer, zumindest fast. Denn an diesem Abend treibt sich auch Wastel, der berüchtigte und nie gefasste Serienmörder, herum. Was ist denn das? Hast du nichts in der Hose? Bitte, das gibt's aber jetzt nicht. Lauter zusammengeschumpelte Beidl. Ja, leider. Das ist halt immer so. Wir stehen Todesängste durch und das tut uns eh leid. Die Stars aus ATV Saturday Night Fever haben hier ihren ersten Kinoauftritt. Musikalisch unterstützt von Michelle Luttenberger. Für alle Fans der Fernsehsendung ein absolutes Muss. Für all jene, die die Sendung nur vom Wegschalten kennen, eine Warnung. Wegseppen im Kino geht nicht. Der Film ist so ein Beklopptheitsgrad, prophezei ich mal, für den deutschen Humor. Wie bekloppt sind die Deutschen, was den Humor betrifft? Müssen wir mal testen. Einfach reingehen, Ticket kaufen und gucken. Es freut mich, dass Sie den weiten Weg aus Amsterdam hierher gefunden haben, um sich für unser Forschungsprojekt zu interessieren. Das er ja auch maßgeblich mitfinanziert hat. Ja.
Die Säppchen? Witzig. Holländer essen immer Käse und tragen Holzschuhe, ne? Das hier sind orthopädische Holzschuhe. Ich habe Krallenfüße. Und Krallenfüße sind ungeduldig. Weg damit. Jetzt will ich was über ihre Forschung erfahren. Der holländische Superschurke Freek van Dijk, gespielt von Erzbösewicht-Darsteller Rutger Hauer, hält die Welt in Atem. Und die besten Geheimdienste der Welt können nur tatenlos zusehen. Nach und nach schaltet der Gauner die besten Agenten der Welt aus. Burger fallen lassen und Obst essen. Man nimmt sich jemand durchgeknalltes, wie zum Beispiel Paul Panzer. / Dieter Tappert. Also wo du vor 30 Jahren in eine geschlossene hättest gehen müssen, da kriegst du heute Geld für als Comedian. Und da haben wir zwei uns zusammengetan und sind auf diese bekloppte Idee gekommen und haben dann ein bisschen rumfantasiert. Gut, das erklärt manches. Weiter in der Geschichte. Der türkische Ayran Secret Service, kurz ASS oder AS, versucht den Superschurken Van Dijk zu stoppen. Allerdings kommt es zu einer Verwechslung, denn nachdem zwei der Ass-Männer ausgeschaltet werden, sucht der Geheimdienstchef Süleyman nach einem Superagenten und hält den unbedarften indischen Putzmann Ranjit dafür. Der will eigentlich nur seine kranke Kuh heilen, muss aber auf einmal die Welt retten. Sie müssen den Kopf mal schön festhalten, ja? Gleich wirst du wieder gesund, Benita. Da haben wir es ja schon. So. Am Anfang wird es ein bisschen wehtun. Es ist nur eine Magenverstimmung. Wissen Sie, was eine Magenverstimmung bei 4 verschiedenen Mägen bedeutet? Der Film ist schon bekloppt. Das ist gar keine Frage. Der ist bescheuert. Und man sollte dann auch natürlich diese Art von Humor schon mitbringen, dass man da im Kino sitzt und denkt, die sind bescheuert. Ich mag das, bescheuert zu sein. Ich kann auch nicht anders. Streng geheime Informationen zerstören sich in 10 Sekunden selbst, wenn sie gelesen werden. Dein Auftrag. Geh nach Amsterdam ins Hotel Amsterdam. Im Flugzeug befindet sich ein indischer Waffenhändler, der auf dem Weg zum Geheimtreffen ist. Schalt ihn aus und nimm an seiner Stelle am Treffen teil. Hol Informationen über Van Dijk's Plan. Na, Mord, fordert es endlich! Terrorist! Bombe! Du verkleidet sich als zartbitter Praline! Danke fürs Austreten. Inder. So viele Inder können hier wohl nicht sein. Kaya Jana tritt im Film in unzähligen Rollen auf, manchmal auch gleichzeitig. Der Film selbst taumelt zwischen Absurdität und Karikatur von Agenten- und Bollywood-Filmen hin und her. Hey! Und was mache ich? Du bist die Ablenkung. Welche Ablenkung? Hallo, ich komme von der Organisation Ein Herz für Inder. Wollen Sie vielleicht einen herrenlosen Inder adoptieren? Das Problem bei dem ist, der ist halt gar nicht qualifiziert für nix. Der ist einfach doof. Aber er ist sehr liebenswert. Ist das wirklich super, gell? Der Beste! Kacke, wir sind im Arsch. Hurra, wir fahren nach Britannien. Da gibt es ganz frische Römer. Ja, Idefix, wir sind bald wieder zurück. Gibt da eine Dorf, die vollbracht hat, diese Heldentat? Beim Teutates. Nachdem der römische Imperator Julius Caesar es leid geworden ist, seine Truppen an das Dorf der Unbeugsamen zu verheizen, begibt er sich auf einen Feldzug nach Britannien. Zu spät. Die Königin der Briten, Catherine de Neuf, sendet daraufhin ihren Berater Tefax nach Gallien, um Hilfe zu holen. Dort lässt man sich nicht lange bitten. Asterix, Obelix und Idefix machen sich mit einem Fass Zaubertrunk auf, um den Freunden unter die Arme zu greifen und sich endlich mal wieder eine zünftige Keilerei mit den Römern zu liefern. Angeblich sollen die Britinnen potthässlich sein, aber die da, na hallo. Sie ist sehr hübsch und das schwarze Kleid steht ihr ausgezeichnet. Ich glaube, ich gefall ihr nicht. Dann mach ihr ein kleines Geschenk, das kommt bei Frauen gut an. Der einzige Wermutstropfen, der verwöhnte Neffe von Dorfhäuptling Majestic, soll sie begleiten und wird prompt von kriegerischen Normannen entführt. Immer mehr Schmerzen, aber keine Angst. Weiter. Wir haben versucht, die Angst schon ganz früh bei unseren Kindern zu wecken. Leider ohne Erfolg. Die Angst verweigert sich uns. Wir wollen sie kennenlernen. Was wollen wir? Aber weshalb denn?
Er fragt, weshalb. Weil alle Welt weiß, dass Angst Flügel verleiht, Römer. Die Geschichte basiert also weitestgehend auf den Comicvorlagen Asterix bei den Briten und Asterix bei den Normannen, die hier geschickt miteinander vermischt werden. Einige einprägsame Szenen, wie zum Beispiel das Rugby-Spiel, werden dabei fast unverändert von der Comic-Vorlage übernommen. Jede Mannschaft muss dringend die Kürbis in das Tor von die andere Mannschaft. Man hat das Recht, alles zu tun, um diese Ziel zu erreichen. Nur Waffen, die dürfen nicht eingesetzt werden ohne vorherige Anmeldung. Das tut dem Film gut. Er kommt so weitaus näher an die gezeichneten Heldengeschichten heran als seine Vorgänger. Zudem fliegen hier die Römer erstmals auch in 3D durch die Luft, was dem Film einen zusätzlichen Kick verleiht. Er hat auch davon getrunken. Aber es ist offensichtlich, dass sich Regisseur Terrat stärker für die Kleinigkeiten am Rande, für die Spleens und Eigenarten der Figuren interessiert. Ich habe nur probiert, ein ganz kleines bisschen und... Dazu passt auch seine Wahl des neuen Asterix-Darstellers Edouard Baer, der die Rolle ungewohnt ernsthaft, manchmal fast träumerisch angeht. Das ist eine heimische Wildschwein, gedunstet mit einer Pfefferminzsoße. Delicious. Und warum riecht es nach Fisch? Wir kochen es immer in einer Brühe von Dorschleber, sonst hätte es ja keinen Geschmack. Das ergibt nicht nur einen netten Kontrast zum herzhaften Obelix. Gérard Depardieu ist hier einfach die Idealbesetzung und daher auch das einzige Überbleibsel aus den ersten drei Filmen. Es ist mir ein Rätsel, wie ihr Briten das essen könnt. Absolut eklig. Alles sauber, Decurio! Unser Fazit: Perfekt ist die Umsetzung nicht und eingefleischte Asterix-Fans werden sich schon per se an der Idee der Realverfilmung stören. Aber der Film ist so nah an den Comic-Vorlagen wie keiner vor ihm. Und das gibt ihm ganz besonderen Witz und Charme. Wir sagen, sehenswert für die ganze Familie. Scharfrichter. Nein, das interessiert mich wirklich. Schließlich hat man selten die Gelegenheit, einen Scharfrichter kennenzulernen. Und wenn, ist es oft das letzte Mal. Vampire haben keine Chance. Neu auf Platz 3 diese Woche die inoffizielle Biografie von Abraham Lincoln. Und ich hörte sozusagen den Lärm des Donners. Und ich schaute auf und siehe da, es war der Tod, der sagte, komm und sieh. Die Geschichte zieht Legenden den Menschen vor. Sie zieht den Adel der Brutalität vor. Fest eingenistet auf Platz 2 haben sich Meryl Streep und Tommy Lee Jones, wie beim ersten Mal. Mit wem? Carol. Karen mit den Corgis? Hi! Du hast ja einen neuen Corgi! Ja, aber 3 ist das Limit. Neu auf Platz 1 sind die Helden aus dem New Yorker Zoo. Auf der Reise quer durch Europa. Madagaskar 3. Afro-Zirkus, 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 Afro. Tupfen, 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 Afro! Ernsthaft? Found-Footage-Filme scheinen am Vormarsch zu sein. Nach Chronicle kommt hier schon der nächste Vertreter dieses doch recht jungen Genres in unsere Kinos, Project X. Problem ist kein Ding, man versprochen. Der Film basiert von der Idee her auf einer wahren Begebenheit. Im Jahr 2008 hatte der damals 16-jährige Australier Corey Delaney zu Hause sturmfreie Bude und beschloss, eine Party zu schmeißen. Da er das Ganze jedoch damals öffentlich auf MySpace postete, geriet die Sache schnell außer Kontrolle und binnen kürzester Zeit waren über 500 mehr oder weniger geladene Gäste vor Ort. Project X basiert genau auf dieser Idee. Drei Jungs, die beschließen, eine Party zu feiern und die auch per Video zu dokumentieren. Aber das gerät dann ziemlich außer Kontrolle. Der Grund der Party ist doch, dass uns die ganzen Muschis endlich mal als geile Stecher wahrnehmen. Ich sehe einfach nicht, was das bringen soll. Die drei wollen mit der Party ihr Image etwas aufpolieren. Aus der Höchstgrenze von 50 Personen werden aber sehr schnell sehr viel mehr. Versaust, stech ich dich ab.
Und zwar ohne Scheiß. Okay, aber nicht mehr als 20 Leute. 20 Leute? Na gut, 30 Leute, okay? 30 Leute? Na gut, okay, aber 50 ist die absolute Obergrenze. Geht klar. Die Party ist der ultimative Versuch, den eigenen Status zu heben. Von ganz unten an die absolute Spitze. Von Nobodies zu den absoluten Stars. From Nobodies to Stars. Lex, mach die Tür hinter dir zu. Okay, halt einfach die Klappe. Hallo? Thomas. Du bist da, Junge? Dad, hey. Wo warst du denn? Wir versuchen schon den ganzen Abend, dich auf dem Handy zu erreichen. Du hast doch gesagt, dass du ans Telefon gehst. Ich weiß, ja. Tut mir wirklich leid. Wir waren draußen im Whirlpool und ich hatte es nicht dabei. Thomas, bitte, ich möchte nirgendwo nasse Handtücher vorfinden. Ich möchte in ein sauberes Haus zurückkommen. Ja, na klar, auf jeden Fall. Okay, wir wollten nur versuchen. Was war das? Hier, ihr könnt hier nicht rein. Tut mir leid. Was war das? Thomas? Gar nichts. Das war Costa. Du bist auf Lautsprecher. Wir wollten noch einmal anrufen, bevor wir ins Bett gehen. Und fragen, ob alles in Ordnung ist. Ja, alles cool. Im Grunde wollte ich sowieso gerade schlafen gehen. Also. Schön. Dann bis Sonntag. Alles Liebe zum Geburtstag. Danke, Dad. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie alle sind am Ende dann vollkommen überrascht, was hier abgeht, was sie geschafft haben. Guten Abend, Officer. Schmeißt ihr hier eine Party? Ja, wir feiern eine kleine Geburtstagsparty für meinen Freund. Ich bin der Freund. Ich habe Geburtstag. Gibt's irgendwelche Probleme? Es gab Beschwerden über Lärm. Was dagegen, wenn wir uns mal umsehen? Ehrlich gesagt schon. Das war keine Frage. Verzeihen Sie, Officer, ich bin kein Anwalt oder so, aber besagt das Gesetz nicht, dass Sie ein Privatgelände nicht ohne Erlaubnis betreten dürfen? Gut, reduziert den Lärm auf ein Minimum. Okay? Wir wollen nicht nochmal kommen müssen. Habt ihr verstanden? Ja. Ja. Natürlich. Okay, ich war schon auf vielen Partys und ja, ab und an kommt die Polizei vorbei. Das passiert. Aber hier kommt sie nicht einmal, sondern gleich dreimal. Und dann gehen sie wieder. Das passiert nicht in der Wirklichkeit. Sonst kämen hier jede Nacht Helikopter. Nein, das ist die ultimative Party, die jeder Jugendliche schmeißen möchte, wenn Geld einfach keine Rolle spielt. Es wird Zeit, Schluss zu machen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Die Party rockt. Entweder jetzt ist Schluss oder ich rufe die Polizei. Ah! Du Scheiße! Als die Party am Ende des Abends dann vollends außer Kontrolle gerät, rückt nicht nur ein einzelner Streifenwagen, sondern eine schwer gepanzerte Spezialeinheit der Polizei an. Klar. Was ist damit? Was, wenn meine Eltern das sehen? Kein Schwein wird den Scheiß sehen. Bloß wir, ich verspreche dir. Da war ja diese Highschool-Party in Pasadena. Haben Sie die Bilder gesehen? Wer aber denkt, ein Found-Footage-Film wäre einfacher zu drehen als herkömmliche Filmprojekte, irrt. Der Aufwand ist enorm. Und das alles, damit es so aussieht, als ob der Film mit einer kleinen Handkamera gedreht worden wäre. Project X, ein schräger Film über eine durchgeknallte Party, die vollkommen außer Kontrolle gerät. Wer auf laute Musik, Action, Stunts, Feuer und heiße Mädchen steht, ist hier genau richtig. Lange Zeit war diese kleine Bärin nur am Leben, weil sie immer schön auf ihren Vater gehört hat. Und sie war glücklich. Aber Crispy hatte ein großes Problem. Sie war sehr neugierig. Ja, und eines Tages sah sie etwas Neues und war sofort tot. Einfach so? Ja! Oh, immer dasselbe Ende. Hab's verstanden, Dad. Ich werde nie irgendwas anders machen. Braver Junge, Thunk. Ach. Meine Familie lebte immer nach der einen Regel meines Vaters. Verlasse nie die Höhle. Wir hatten nie die Chance, die Welt da draußen zu erkunden. Aber wir ahnten nicht, dass sich unsere Welt vollkommen ändern würde.